Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2023. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute beim ersten Unboxing-Video in diesem Jahr mit eingeschaltet habt. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Corona hatte mich über das Jahr erwischt, beziehungsweise also zwischen den Feiertagen und dann über Silvester hatte ich das auch noch und habe es auch immer noch ein bisschen, aber das hindert mich jetzt zumindest nicht mehr daran, hier anzufangen. Und Soundpeats sind diejenigen, die mir das erste Modell dieses Jahr zur Verfügung gestellt haben, die R3 Deluxe HS. Also die R3 hatte ich ja schon mal im Test. Das ist quasi die kleine Bruder-Schwester-Version von diesen Deluxe HS, die jetzt einfach nochmal High-Resolution-Sound haben. Das heißt, eine bessere Codierung vom Bluetooth und dadurch auch eine bessere Übertragungsgeschwindigkeit und höhere Audioqualität, die da möglich sein soll. Wir packen das Ganze mal aus. Hab hier wieder mein mittlerweile nicht mehr allzu schönes Messerchen. Wir gucken auch mal hier auf der Seite. Also es ist wieder mal eine relativ simple Verpackung, wie man das von Soundpeats gewöhnt ist. Hinten einmal in groß den Earbud. Es sind Earbuds. Wir haben 20 Stunden Wiedergabezeit bzw. Akkulaufzeit. Wir haben Noise Cancellation, was spannend ist bei einem Earbud, weil das immer relativ schwierig bei Earbuds ist, eine gute Noise Cancellation hinzubekommen. Und wir haben einen 14,2 mm dynamischen Treiber. Und wie gesagt, High-Res Audio Resolution, so. Und den LDAC Codec. Wir machen das Ganze auf, was ich ein bisschen schade finde, dass es immer noch in diesen Plastikfolien eingepackt ist. Ja, ich mag das schon, das auszupacken. Es ist schon irgendwie cool, aber eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Und dann machen wir mal die Verpackung auf. Ich hoffe, dass in der Verpackung nicht so viel Plastik ist. So, hier kommt einem direkt App Instruction entgegen. Das heißt, es gibt scheinbar auch eine Soundpeats App jetzt. Bin ich auch sehr gespannt. Das gab es bei den Vorgängern noch nicht. Hier ist natürlich Plastik drumherum. Das hier ist aber immerhin Pappe. Das gefällt mir. Das ist auch Pappe. Hier die Anleitung, Gebrauchsanleitung in diversen Sprachen. Für all diejenigen, die es interessiert, das sind einmal die Sprachen, die hier abgefrühstückt werden in der Gebrauchsanweisung. Und dann haben wir hier noch, auch nicht in Plastik eingepackt, glücklicherweise ein USB-C auf USB-A Kabel. Das packen wir wieder zurück und widmen uns dem hier. Pack das mal hier so ein bisschen raus aus dem Blickfeld. Mach diese Plastiktüte ab. Plastiktütchen, das hätten wir nicht gebraucht. Und da muss ich sagen, der erste Eindruck von dem Case, es fühlt sich überraschend hochwertig an. Also Soundpeats war bisher ja noch nicht so dafür bekannt, die hochwertigsten Geräte auf den Markt zu stellen, aber solide Geräte für einen günstigen Preis. Und dieses Case, das fühlt sich echt ziemlich gut an. Es ist so ein bisschen gummiert, würde ich sagen. Dadurch liegt es gut in der Hand. Den Test schaffen die auch, also sie halten sehr gut magnetisch. Auch der Deckel, der wackelt nicht. Also da ist wirklich, der ist sehr, sehr gut verarbeitet, das Case. Und dann holen wir mal die Ohrhörer raus. Wir können hier nochmal ein bisschen reingucken. Da unten sind dann die Kontakte fürs Aufladen. Hier haben wir die Earbuds. Von der Form her sehen sie im Grunde genauso aus. Na, stell es doch bitte scharf. Will nicht so richtig. Naja, also sie sehen im Grunde genauso aus wie die Soundpeats R3. Hier ein bisschen Gold abgesteckt, um einfach zu zeigen, dass es die HS Deluxe Version. Auch hier die Schutzmantel für den Treiber ist auch Gold. Und hier, das finde ich ganz cool, das ist dieses S für Soundpeats so ein bisschen hier so reingepackt. Also dass das so ja nicht so rund ist, wie es sonst ist, bei zum Beispiel den AirPods. Was man sagen muss, ich finde das Material nicht ganz so schön wie das des Ladecases. Aber ansonsten kann man schon sagen, es gibt hier keine scharfen Kanten. Das ist alles gut und wertig verarbeitet. Wie sie klingen werden, das erfahrt ihr dann im Test.
wenn ihr dabei bleibt. Und zwar abonniert doch einfach mal die Glocke und lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen, gerade im Jahr 2023, dieses Jahr knacken wir auf jeden Fall die 1000 Abonnenten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ja, es wird noch einiges Lustiges und Spannendes geben dieses Jahr. Bleibt einfach dabei, seid gespannt. Bis bald, euer Julian aus Julians Technik-Ecke. Ciao.